Na, Deegan, unser neuer Kumpel. Hallo Leute, willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind frisches Mitglied der Railroad geworden, letzte Folge. Dieser, ja, ich sag mal, Untergrundorganisation hier. Bevor wir hier aber. Ach, Deegan, ja, wir sind immer vorsichtig. Bevor wir hier aber weiter irgendwelche Aufträge machen, müssen wir zurück zu Virgil, um irgendwie mit diesem Cursor-Chip versuchen in das Institut zu kommen, um endlich Sean, unserem verschollenen Sohn, ein bisschen näher zu kommen. So, da ist es, Rocky Cave. Halt's mal gleich mal hin. Was? Ach so, oh nee. Jetzt muss ich erst hier raus. Wo ging's denn hier raus? Hier, glaube ich. Okay, wir müssen erst hier raus. Kein Problem. Ja, die letzte Folge. War ja wieder ein bisschen chaotisch. Naja, gut, welche Folge ist nicht chaotisch? Es gibt selten eine. Ich muss es mal auf die Uhr gucken. Ah, ja. Okay. Müssen wieder raus. Aus der Kirche. Den Eingang, den ich so schön übersehen habe. Ach so, die Roboterbeine bzw. Power-Armor-Beine sind ja auch kaputt. Naja. Werden jetzt noch ein Stückchen tragen. Das müssen sie einfach. Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Dieser Techniker von der Railroad hat den Chip ja untersucht. Und falls wir nicht mehr, also wenn wir nicht mehr brauchen, stellen wir den mal zur Verfügung. Wer weiß, was die da für ein Chaos anrichten. Das Institut haben wir ja irgendwie festgestellt. Scheint keine gute Organisation zu sein. Scheinen immer Leute zu entführen und irgendwelche krummen Dinge zu machen. Und wir haben entschieden, es ist eine schlechte Organisation. Das heißt, wir werden sie bekämpfen. Und die Railroad scheint die zu bekämpfen. Unter anderem. Eigentlich bekämpft die jeder. Außer sie sich selbst. Oder doch nicht? Naja. So. Ladebildschirm weg. Und Karte. Hehe. Okay, dann mal zur Rocky Cave. Genau, los geht's. Why I sold my mother. Cool. Haben wir den Teil schon gefunden? Ich glaube nicht. Ja, wir gehen rein. Draußen ist schon wieder der übelste radioaktive Sturm. Ich habe diesmal in der letzten Folge gab es ja so ein Soundproblem mal wieder. Audacity hat da irgendwas nicht aufgenommen, mittendrin. Ich habe heute mal eine andere Konfiguration gewählt. Mal sehen. Vielleicht bringt das ja was. Da ist Virgil. Hey Virgil! Junge, hier ist der Chip! Ja! Klar! Hier! Nee. Natürlich. Wir haben bis jetzt fast alles geschafft. Haha, tja, das, ja, Freunde haben den für mich dekodiert. Ach, du kannst auch Freunde machen. Motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you Wir müssen ein Gerät bauen. Instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. Also wir müssen quasi ein Gerät bauen, was diese Frequenz übernimmt und uns dann ins Institut schickt. Und er hat gesagt, diese Frequenz haben wir schon die ganze Zeit gehört, scheint irgendein Radiosignal zu sein.
Und er kann es aber nicht selbst bauen, weil mit diesen Mutantenhänden ist ihm ein bisschen das Feingefühl verloren gegangen. Naja, schauen wir mal. Aber das ist okay. Okay, also er traut uns nicht zu, das Gerät alleine zu bauen, aber wir kennen ja ein paar Leute, die uns das zusammenschüsseln können. Wird das denn funktionieren? Sehr gut. Ah ja, gut. Ja, das machen wir. Wir haben ja ausgemacht, wenn wir ins Institut kommen, dann müssen wir das Serum finden. Ah, Signal Interceptor Plant. Oh, okay. Cool. Also, wir haben jetzt den Plan bekommen. Und wir haben ja mit Virgil ausgemacht, dass wenn wir... Sprecht da nicht alle durcheinander, Leute. Wenn wir ins Institut kommen, müssen wir das Serum besorgen, um hier Virgil wieder normal zu machen. Das kriegen wir doch hin. So, und wir können Hilfe in Anspruch nehmen. Die Frage ist jetzt, ob wir das machen. Wir können zur Brotherhood sprechen. Wir können mit den Minutemen sprechen. Oder wir können zur Railroad gehen. Oder mit allen. Also ich würde gerne mit der Brotherhood sprechen, weil die haben halt ein bisschen, sagen wir mal, naja, Armor und Bums und so. Also die Pläne haben wir schon mal. Wir versuchen mal zur Brotherhood zu kommen. Also vermute ich. Also nicht vermute, dass wir da hinkommen, sondern ich vermute, dass uns die helfen. Hoffe ich jedenfalls. Problem ist jetzt in diesem Speicherstand, habe ich noch nicht so viel Kontakt mit ihnen. Aber das können wir ja ändern. So, da sind sie ja, genau. Cambridge Police Station. Da oben sind die Minutemen. Genau, und hier unten ist die Railroad. Ja, das mit den Railroad-Leuten, da weiß ich noch nicht so richtig, was die so drauf haben. Wir gehen mal zurück zum Sanctuary, reparieren die Beine von der Kiste und dann zur Cambridge Police Station, um mit unseren Brotherhood-Kumpanen mal zu sprechen. Hätte ich nur mal jetzt mit denen noch mehr zu tun gehabt. Naja. Kommt noch, kommt noch. Wie gesagt, das war ja immer noch das Chaos mit den Spielständen damals. So, Stahl haben wir. Alle anderen Komponenten müssten wir eigentlich auch haben. Reparieren wir das Teil erstmal. Genau. Ich habe jetzt mich noch gar nicht großartig um die Dings gekümmert. Ja. 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 Auch. Gut. Sehr schön. Haben wir alles gemacht? Ich nur mal ins Inventar kurz gucken, wie viel der ganze Kram wiegt. 290. Oh Gott. Müssen wir doch schon wieder was wegschmeißen. Habe ich so viel gesammelt? Ja. Na gut, ich sammle ja eigentlich jede Runde was. Macht nix. Los. Schnell mal rüber zu den Kisten. Ah, hier. Da ist er doch. Nick Valentine. Dem werden wir bestimmt auch bald mal wieder was zu tun haben. Okay. Welche Knarren braucht man nicht? Bottle Cap mein? Nö. Deliverer. Oh, cool. Wann habe ich denn den gefunden?
Fetzt? Nö, nehme ich nicht mit. Fragmentation Mine nehmen wir mit. Molotov Cocktails nehmen wir nicht mit. Pipe Pistol brauchen wir nicht. So, den Rest nehmen wir alles mit. Blazing Combat Knife. Braucht auch keiner. Okay, weiter geht's. So, nächste Kiste. Apparel. Ja, ich habe doch einiges gesammelt, wie es aussieht. So, hätten wir auch. Und hier. Miscellaneous Junk. Genau. Lass mal einen Junk reinschieben. Ich weiß, sollte ich eigentlich vorne in das Dingsbums tun. In die Station, aber mache ich später, wenn ich es brauche. So, jetzt zurück. Karte. Cambridge Police Station. Da. Los geht's. Vielleicht helfen die mir jetzt auch noch gar nicht. Weil wir ja noch nicht so viel zu tun haben mit denen. Wir waren auch noch nicht in der Mission auf dem Schiff, in dem Speicherstand. Das heißt, wir haben auch noch nicht die Granaten, wo wir den Helikopter holen können. Die Signalfeuer. Na, mal sehen. Vielleicht wird Captain Dance, Lieutenant Dance für uns ein offenes Ohr haben und uns ein bisschen unter die Arme greifen. Gut wär's. Da sind wir schon. Paladin Dance, meine ich doch. Da sind sie ja schon alle. Hä? Haben die jetzt schon wieder aufgebaut? Alter Schwede! Das ist ja cool. Da oben steht auch einer. Das heißt, das schreitet alles voran, ohne dass wir was tun. Da ist auch noch einer. Ist ja cool. Brotherhood Scribe Initiate. Das ist ja cool. Weil hier war es doch, richtig chaotisch. Wow. Fetzt. Freue ich mich. Vielleicht, weil wir die ganzen Missionen noch erledigt haben hier für die. Ist das Ding vielleicht ein bisschen sicherer? Macht nichts. Wo ist er? Da ist er doch. Paladin Dance. Da sind auch übelste Leute. Krass. Naja. Also. Zuerst mal Quicksave. Paladin Dance, wir müssen mal kurz sprechen. Ja. Ja, das Schiff ist angekommen. Ey, ich sehe nichts. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. Oh, okay. Elder Maxon ist da und es wird Krieg geben. Wird's keine Diplomatie geben? I'm guessing that diplomacy isn't on Elder Maxon's mind. What's the matter? Don't like kicking in the door. Klar. Don't worry. Wir sind immer dabei, Türen einzutreten. That being said, you're about to get to know the Pridwin up close and personal. Okay, wir müssen also hingehen. Ja, aber wir müssen doch erstmal... Wir müssen doch... Nein, wir müssen... Hallo! Nein, Paladin Dance! Ach, Paladin Dance, wir müssen doch... wir müssen doch noch über was sprechen. Und zwar hier, über meine Mission. Nicht Shadow of Steel, scheiße, Molecular Level, hier. Talk to the Brotherhood. Shitty. Wir müssen uns aufs Dach. Geht's nochmal aufs Dach? Hier. Okay. Dann halt nicht. Da ist ja noch einer. Sag jetzt nicht, wir müssen erst zu dem großen Schiff fliegen und dann hier Max Dingsbums fragen. Den Chef. Das würde natürlich unsere Pläne wieder durcheinander werfen. Aber alleine würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Also die Brotherhood möchte ich schon dabei haben. Cool, da ist ja schon unser Vertibird. Also was heißt unserer? So, right. Rein in das Ding. Ada, du kommst auch mit. Sehr cool, den Flug haben wir ja schon mal gemacht. Ja, klar. Okay, erst Ziele identifizieren, bevor ich drauf schieße. Das ist ein Auto! Ja, oh! Die Batterie. Ja, ich identifiziere natürlich sofort
alle Ziele. Hier waren wir drin. Hier, da haben wir den Cursor-Chip geholt. Könnt ihr euch noch erinnern? So lange her ist das noch gar nicht. Ja, die Brotherhood of Steel ist schon stark. Das passt schon. Elder Max hat also schon einen Plan. Na gut. Da waren wir da nicht auch schon mal drauf? Auf diesem Gebäude? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Wir waren an so vielen Orten schon. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Da ist es nicht da, wo wir hier... Genau, da sind wir mit diesem Fahrstuhl rübergefahren, also mit diesem... Da war eine Power Armor oben drauf. Ach, cool. Schön, wenn man sich in so einem Spiel noch an solche Sachen erinnern kann. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Dass die Welt so ist, dass man... weiß nicht, ich finde ja solche offenen Welten echt gut. Auch wenn man sich so frei bewegen kann. Ja, wo man nicht ständig... in irgendein Gebiet gedrängt wird, wo... Was steht denn da? Mass Chemical. Was? Ey, schießt doch wer. Ich sehe nur keinen. Geil. Ja, das Ding machen wir auch noch hier. Vielleicht kriegen wir das ja sogar wieder flott. Dieses Bankschiff, wo jetzt eine Bank drin ist, von dem Roboter bewacht. Ja, da hinten an der Satellitenstation waren wir schon, haben die Supermutanten weggemacht. Weiß gar nicht mehr, was wir da gesucht haben. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist der Flughafen. Genau, und da hinten ist auch schon das Luftschiff. Mal sehen, was wir hier so noch... Ah, Boston Airport, da steht es ja schon. Noch entdecken können. Eigentlich brauchen wir doch nur Hilfe jetzt erstmal. Wir müssen in der Hauptstory weiterkommen. Wenn ich jetzt wieder so viele Nebenmissionen mache, sind einige Zuschauer wieder sauer, dass es in der Hauptstory nicht weitergeht. Verständlich! Da steht noch ein Vertibird. Cool. Schon ein imposantes Teil. Jo. Noch mal eine Ehrenrunde geflogen. Tja, jetzt aber. Los geht's. Andocken. Jawohl. Schön. Und da sind wir. Na gut. Autosaving. Paladin. Kommen wir denn hier raus? Viereck, Dreieck. Was? Hallo? Hä? Ach so. Lange auf X bleiben. Gut. Ja, hier geht's los. Ach, The Pridwin, genau so hieß die. Lancer Captain Kells. Permission granted. Welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you. Klar, die Mission war erfolgreich. Die Mission ist fast immer erfolgreich. Jo. Paladin Dance ist auf unserer Seite. Hier, wir haben noch einen Roboter mitgebracht. Ey, da muss auch dabei sein. Genau, Paladin Dance. Entspann dich doch mal. Wir machen den Rest. Ey, Lancer Captain. Richtig. Wir sind der Neue. Hallo, klar sehen wir aus wie einen, ein Soldat. Genau. Na klar. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Wir passen in die Brotherhood. Wir brechen Türen ein. Wir schießen auf Mutanten.
Obwohl wir nicht ganz dazu passen, weil wir ja doch immer mal den diplomatischen Weg wählen. Manchmal, wenn es möglich ist. Manchmal geht auch einfach alles schief. Your orders are to proceed to the command deck for the address, after which Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, ja, wir müssen What are my orders? Your orders are ja, wir müssen zu Elder Maxon, ich weiß es doch, aber hier, wir brauchen Hilfe. I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed. Ist doch nicht wahr. Zeigt denn die Mission jetzt hin? Moment, ich muss gucken. Molecular Level. Talk to the Brotherhood. Genau, talk to the Brotherhood. Wir sind schon da. Also alles ist gut. Wir müssen quasi hin. Schrubb du weiter. Ruhe. Wir müssen aufs Kommandodeck. Oh mein, hoffentlich haut das mit dem Ton diese Folge hin. Ich drück die Daumen. Oh. Ja, zu doll gedrückt. Kam gleich der Abzug. Aufs Main Deck. Hm, was war denn da hinten los? Der hat mir, glaube ich, hingemusst. Ja, wir brauchen Ersthilfe. Den Rest können wir alles später machen. Wir können als neuester Handel doch bestimmt die ganze Flotte befehligen. Ja. Da muss ich hin. Wir haben zwei... Ah, Moment. Ich muss mal auf die lokale Karte umschalten. Talk to the Brotherhood. Genau, geradeaus. Geradeaus. Geradeaus sieht gut aus. Zum Chef kommen wir auch später. Ah, da ist er da. Paladin Dance, ey. Wir brauchen Hilfe. Nein. Nein, wir... Paladin Dance. Oh, jetzt müssen wir aus meinem Chef sprechen. Das ist doch nicht wahr. Mann, wir brauchen doch nur Hilfe. Hier sind größere Sachen am Werk. Privat vor Katastrophe, sag ich nur. Verdammt nochmal. Ey, wir brauchen doch Hilfe. Hey. Oh, ui. wir haben uns das nur mal ausgeborgt. Alles gut, jo, mach die ruhig weiter. Steht hier noch was rum? Okay, was? Ja. Okay, wird gemacht. Ich hab mir auch... Ich hab nichts weggenommen. Alles gut. Ihr wisst doch auch ohne den Globus, wo es lang geht, oder? Wir müssen gegen das Institut kämpfen. Jawohl. Und ihr werdet mir dabei helfen. Ja. Wir sind die Schlimmsten, die es gibt. Was ist denn überhaupt für schlechte Sicht hier? Verdammt nochmal. Ja, die Syntheten. Wir wissen ja alles. Elder ist busy. Das wissen wir doch alles schon. Night Sergeant. Senior Scribe. Night Captain. Lancer Sergeant. Und Senior Scribe. Scheint also... Krass, was ist denn das für eine krasse Ausrüstung? Gibt's viele Ränge, vielleicht können wir die ja auch erreichen. Hier mit Sauerstoffflasche und allem drum und dran. Ja, die Feinde der Brotherhood sind zahlreich. Ja, ja, ja. Das wissen wir doch alles. Es werden auch viele sterben. Ja, logisch. Aber am Ende werden wir alle retten. Das hoffe ich doch. Aber wir müssen zuerst meinen Sohn retten. Mann! Ja, Ad Victoriam. Los jetzt. Los jetzt mit dem Chef sprechen. Oh, guck mal, hier sind übelst größer. Aber nur wegen der Power Armor natürlich. Klar, wir schaffen das. Ich bin frohen Mutes, wie immer. Wir werden die Brotherhood schon mit zum Sieg führen. Das wissen wir doch, dass Paladin Dance einer der Besten ist. Oh,
Wir sind Neid. Geil. Ritterkläuser. Nicht Paladin? Ja, wir sind Neid jetzt. Nein, wir müssen jetzt nicht mit den Leuten sprechen, oder? Alles klar. You can now use the workshop at Boston Air. So, okay. Das hätten wir ja. Wir müssen jetzt trotzdem wieder raus. Wieso raus eigentlich? Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Moment. Ich muss mal gucken. Das war, glaube ich, letztes Mal schon so verwirrend. Ab aufs Flugdeck. Das wirft ja meine Pläne schon wieder komplett durcheinander. Aber das ist ja logisch. Wie immer. Es schießt und fliegt schon irgendwer. Was? Ja. Also. Wir haben... Also. Lokale Karte. Talk to the Brotherhood müssen wir rein. Genau. Gut. Wir sind drin. Jetzt müssen wir Paladin Dance nochmal finden. Der war ja eigentlich die Leiter hoch. Runter. Hoch, runter. Was? Wir müssen noch... Ah! Wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Hallo! Chef! Ich brauche den... An intriguing proposal that I'll have to seriously consider. However, before I allow any of my soldiers to breach the Institute, careful preparations need to be made. In the meantime, I need you to follow my orders. Nein! Ist ja klar, das habe ich mir schon gedacht. But I need you to view this from my perspective. Ja, er wird natürlich niemanden riskieren für irgendeinen Dummi, der gerade gekommen ist. Oh. Ja, da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als ein paar Aufträge für die Brotherhood zu machen, bis wir genügend, sagen wir mal, Respekt uns angeeignet haben, um die Hilfe der Brotherhood of Steel in Angriff zu nehmen. Verdammt. Das war klar. Also, machen wir das erstmal weg und machen Shadow of Steel. Ja, dann mal schnell mit den Leuten sprechen. Yo, Paladin Dance, alles klar. Tja, wir sind jetzt Knight. Cool, oder? Ja, ist schon sehr, sehr beeindruckend, was er so vorhat alles. Ja, das ist stimmt, das stimmt. Das rechnen wir dir auch sehr hoch an, dass du quasi so viel für uns eintrittst, dass wir so schnell hier hochkommen. Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt noch die letzte Nase müssten, irgendwelche Granaten putzen. 3 Jahre lang. Okay. Wir müssen das mal mit den Leuten sprechen. Da ich das mit den Leuten ja schon... Ach, kommt er jetzt mit? Send Ada to... Ach, er kommt mit. Wir schicken Ada nach Sanctuary Hills. Ja. Jo. Gut, Paladin Dance ist jetzt unser Kumpel. Okay. Da ich das ja schon ganz anfang... Mach's gut, Ada. Alles Gute. Bis bald. Lass es dir gut gehen, roste nicht ein, öl dich schön und wie gesagt, nimm dir mal ein bisschen Freizeit. Ja, bis bald. Ja, wie gesagt, da ich diesen ganzen Krams hier mit den Leuten sprechen und so, das raubt ja alles Zeit. Und da ich das alles schon mal gemacht habe, pst, ich spreche hier, Mann, das ist doch mein Let's Play. Werde ich das offline machen. Und aber sobald die erste Mission losgeht, seid ihr natürlich wieder dabei. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, diesmal klappt das mit dem Sound. Und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen nach oben.
Ihr könnt auch ruhig mal was in die Kommentare schreiben, freue ich mich immer drüber. Ihr seht ja schon, ich brauche öfters mal die Hilfe, um meine Nase in die richtige Richtung zu stupsen, wo es weitergeht. Und ja, ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut!